Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in ALK. Da sind wir wieder. Ich hoffe, ich habe mich jetzt mit der Zeit nicht vertan. Wir sind hier nämlich mitten im Wald. Da habe ich gedacht, ich schalte einfach mal ein. Ich habe schon eine Menge Holz gesammelt. Aber wo wir jetzt hier mitten im Wald drin sind, habe ich gedacht, das könnte vielleicht interessant werden. Und deswegen, einfach mal eingeschaltet. Wir gehen jetzt hier mal so einmal die restlichen Bäume noch mitholen. Was bist du denn? Ach so. Tut mir leid, dass ich dir jetzt deine ganzen Bäume hier wegnehme. Aber ich weiß auch gerade nicht wirklich, wo ich hier eigentlich bin. Weil ich bin ja quasi einmal nur so mittig reingegangen und irgendwo durchgelaufen. Überall dort, wo Stella halt nicht passte. Die ist mir zweimal am Stein hängen geblieben. Wo ich dann halt den Stein wegmachen musste. Damit sie weitergehen konnte. Und ich habe erstmal festgestellt. Dort wo sie ausschlägt, da gibt es Probleme. Weil ich habe hier so Viecher gehabt. So kleine Sumsen. Die wollten mir was. Und dann habe ich noch gelesen, Stella dies, Stella das, Stella jenes. Und da waren so drei Trikes dabei, noch so zwei andere größere Saurier, eine Schildkröte und abgesehen von den ganzen Sumsen halt. Ja, dann war ich schon ordentlich. Also dort, wo sie hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Absolut. So, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder Licht. Auch schön. So, Mädel. Komm mal einmal hier, bitte. Ich habe da... Bei dir muss ich jetzt langsam aufpassen, ne? Von wegen Gewicht und so. Ihr seht, ich habe ja einiges an Holz schon gesammelt dabei. So, ich glaube, den Rest gebe ich jetzt dann Cesaro mit, dass sie nicht zu schwer wird, weil... Logisch. Wenn ich sie zu schwer mache, dann ist natürlich nicht großartig mit Laufen. Und das ist dann natürlich auch nicht so gut. Ich glaube, wenn ich jetzt hier im Kreis wieder rumgehe, im Rechts, Linkskreis, Halbkreis, dann kommen wir wieder nach Hause. Das könnte irgendwo. Da muss ich doch nicht. Aber ich muss... Schlangen? Schlangen, eine Menge Schlangen. Natürlich eine Menge Frösche. Okay, das wusste ich, aber seit wann haben wir hier Schlangen drin? Das ist mir neu. Ja, man kriegt das gar nicht mehr mit, was hier alles so schnell reingepatcht wird. Jetzt die Woche war ja auch wieder, ich glaube, 3-4 richtig große Dinger wieder gewesen. Das geht hier so schnell. Aber, wie ihr schon des Öfteren gesagt, eigentlich eher nur Content. Und seht ihr, da fällt mir was ein. AK wird von mir tatsächlich jetzt erstmal pausiert. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt unheimlich viele Sachen. Da haben wir schon reingeschaut, da haben wir mal angezockt oder wir haben auch etwas länger reingeschaut. Die aber alle noch in der Entwicklungsphase waren. Und da würde ich ganz gerne mal wieder reinschauen und dafür brauche ich Platz. Und ARK ist einfach das, was ich am ehesten momentan erstmal pausieren würde von dem, was ich mache. Weil ich gehe da jetzt nicht nur nach den Zuschauerquoten, dann müsste ich City Skylines pausieren, sondern ich gehe natürlich in der Szene nach dem, was mir am meisten Spaß macht. Und City Skylines macht mir nach wie vor enorm viel Spaß. Wird auch da allerdings die... letzte Staffel erstmal sein, weil dann haben wir alles gemacht, was wir da machen konnten. Und außerdem gibt es noch etwas ganz anderes, das bin ich gerade am Aufnehmen. Das mache ich wieder in Vorproduktion, damit ich nicht von euch gespoilert werde. Der ein oder andere, der kann sich da dann ja nicht so zurückhalten und tut dann schon mal so sagen, was man so machen soll.
was sicherlich ganz lieb gemeint ist, aber natürlich gerade bei einem Spiel mit Story dann so ein bisschen, ja, wenn ich dann schon weiß, was passiert, ist halt du. Und deswegen mache ich das in Vorproduktion. Aber ich denke, darüber werdet ihr euch freuen. Ich habe mich jedenfalls tierisch gefreut. Ja, und also wenn das dann durch ist, dann möchte ich einfach mal schauen, dass wir mal in die ganzen Sachen noch mal reingucken, was wir bisher schon gemacht haben. Da gibt es ja so einiges. Und ja, ich möchte das halt jetzt nicht so in so 5 Minuten Quickverfahren machen. Nur damit das hier uploadtechnisch passt. Da bin ich halt begrenzt, da muss ich gucken. Und deswegen, wo muss ich jetzt sagen? Am besten hier. Und von da muss ich da einfach mal schauen. Aber, wie gesagt, es wird pausiert, nicht beendet. Sprich, so, machen wir jetzt mal bei dir hier. Ach, du hast ja auch noch Selbststatterin. Ich glaube, bei dir wäre Schaden... Nein, nee, nee. Das war ja... Das war ja die anderen beiden, die ich auf Gesundheit gepimpt habe. Da müssen wir bei dir natürlich auch noch machen. Ja, also das werde ich erstmal tun, aber das bedeutet eben nicht, dass es vollständig eingestellt ist, sondern halt, es wird einfach pausiert, damit ich auch ein bisschen was anderes machen kann. Weil das ist natürlich, wenn ich immer so einen kleinen Puffer haben möchte, wie so kleine Extras, zum Beispiel die Streams, die wir da gemacht haben, dann muss ich natürlich gucken, dann darf ich einfach keine, nicht mehr als 4 regelmäßige Let's Plays haben aufgrund der Leitung. Das funktioniert sonst nicht. So. Wo komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Fragezeichen, Doppelpunkt. Ich stehe direkt davor, vor dem Vinier. Kiel hält diese Axt sowieso nicht aus. Und dann ist er kaputt. Da muss doch da, genau. So, jetzt können wir hier so, glaube ich, weiter wandern. Dann müssten wir gleich irgendwo wieder nach Hause kommen. Glaube ich. Da können wir ja das Holz immer mitnehmen, weil es hier so ist. Aber ja, ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass hier so wenig böse Saurier sind. Ich finde es nicht schlecht. Vielleicht haben sich meine Saurier einfach ein bisschen Respekt verschafft. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. So. Ja, ich würde sagen, theoretisch gesehen passt das, wenn ich so in die Richtung jetzt wieder rübergehe. Dann wollen wir das doch einfach mal tun. Oh, da war, Moment, da ist, wo ist es denn jetzt? Ach, da. Bin ich hängen geblieben, kann ich dann auch mitnehmen. Ja, wenn Stella mir hängen bleibt, der ist aber so, wo ist sie denn? Ach, bist ja da. Alles gut. So, ja, in die Richtung, glaube ich, muss ich halt wieder rüber. Da sollten wir wohl hinkriegen. Ach, ich bin zu schwer, sagt er mir. Warum bin ich denn zu schwer? Weil, einiges an Holz. Wie viel verträgst du denn noch? Ah, auch nicht mehr so viel. Weil dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. So viel steht fest. Das ist ein anderer, Stein. Ich muss in die Richtung zurück. Dann machen wir das doch. Glaube ich. Zumindest. Bin also einmal... Ja, ich bin also einmal quer über den Berg gelaufen. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Aber
kriegen wir auch hin. Also, so ist gut. Okay, und hier durch. Dann könnte das schon hinkommen. Da habe ich auch wieder ein bisschen mehr Kraft. Vielleicht schlägt es sich ja dann schneller. Ist natürlich Blödsinn. Das wisst ihr ja. Ich erzähle öfter mal Blödsinn. So. Bei Stella muss man immer so zweimal hingucken. Ne? Sieht man aufgrund ihrer Größe relativ schwierig manchmal. Das hört sich so bescheuert an. Ich liebe es. Stella, kann ich dir vielleicht doch noch ein bisschen was geben? Weil Fridolin, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Der kann doch nicht so viel. Ich hoffte. Schon wieder 10 Stück, das ist ja schön. Wie sieht es denn bei dir dann jetzt aus? Ja, du bist jetzt aber tatsächlich voll. Das heißt, ich noch ein bisschen. Ach, hier ist aber auch jetzt nicht mehr großartig. Jetzt können wir uns mal orientieren, wo wir denn sind. Ich glaube, das sieht ja schon mal gut aus. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ja, da waren wir doch eben. Das ist also das Sumpfgebiet, wo die Schlangen waren und die Frösche und natürlich jetzt auch ein Krokodil da hinten. Ja, wo sind wir denn dann? Ich muss also, habe ich den denn? Ich glaube schon, ne? Einmal ins Inventar. Da ist er ja. So, weil, wenn ich nicht irre, muss ich jetzt nach Westen. So. Ja, bin ich nämlich genau bald schon. Dachte ich mir doch schon. Ne, die Lauftasten wieder finden. Kommt mal mit, Kinas. Wir gucken jetzt mal, dass wir dort hergehen. Das glaube ich, da hüpfen sie. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Kommt ihr? Hallo? Ja, das ist aber schön. Das ist ja nett, dass ihr euch dann mal zu mir bewegt. Ich bin schon 5 Kilometer weit, aber bevor ich anfange zu laufen, ist ja auch lustig. So, dann machen wir hinter dem Stein rechts und dann dürfte das wohl hinkommen. So. Ja, das könnte dann wohl hinkommen. Cesaro, komm und bring Stella wieder mit. Wo ist er denn? Ach, ich glaube das nicht. Hallo? Kommt ihr? Ach nee. So, mal bitte mitkommen, Kinas. Ach, dieses Buggen. Ja, mein Cesaro passt jetzt irgendwie irgendwas gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum setze ich mich nicht einfach auf ihn drauf. Ist doch viel einfacher. Was ist denn lustiger? Hm? Sag mal. So. Wie? Ach Gottchen, der ist hier festgebackt an diesem kleinen Stein. Nee, an dem Holz. An dem Baum. Mann, das ist ja nicht mehr schön. So. Jetzt gucken wir. Theoretisch gesehen, dort einmal durch und gut ist. Sie muss uns noch folgen, halten. Und das tut sie nicht, weil auch festgebackt.
Okay. Das heißt, ich darf jetzt den Stein da wegmachen, damit sie hinterherkommt. Ja, und das sind genau die Sachen, die mich ärgern. Eben weil sie so viel daran tun. Aber so eine Sachen einfach nicht lösen. Und das ist ärgerlich. So, komm mit, Digga. Wir gehen nach Hause. Muss man da immer wieder zurücklaufen und muss seine Saurier befreien. Weil die irgendwo festpacken. Unschön. Absolut unschön. So. Jetzt müssen wir mal in die richtige Richtung sein, oder? Was sagt denn die Map? Nicht ganz. Also ich müsste jetzt bei dem unteren Korken sein, auch wenn das Mieder etwas höher steht. Das heißt, ich sollte eher jetzt in diese Richtung laufen. Oh, das ist so schlecht nicht. So. So, in diese Richtung müsste das jetzt dann sein. Aber irgendwie muss ich ja mal den Strand auch hier abgehen. Ach, der ist da unten. Dann gehen wir doch einfach mal dort runter. Und dann passt das doch schon. Und dann haben wir ja auch in der Nähe die Hütte. Denke ich mal. So. Guck mal mit. Dann brauche ich den jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Moment. Das finde ich jetzt gar nicht nett, weil ich habe doch meine Laubtasten. Ja, ja. Ich werde erstmal angespuckt hier. Ich habe doch meine Laubtasten gar nicht im Griff. Ach, ein Stück Metall habe ich sogar auch mitgesammelt. Wie schön. So, wo ist jetzt mein Speer? Dort. Passt. Den ich eigentlich auch in die Hand nehmen wollte. Wo habt ihr denn hingeschmissen? Stella, hast du schon wieder Fußball gespielt? Du schmeißt ja auch immer ganz weit weg. So, die Richtung ist auf jeden Fall schon mal gut. Dort vorne kriegen wir eine Übersicht, das ist auch schon mal gut. Und dann sind wir auch gar schon zu Hause. Ich könnte mich ja eigentlich auch noch ein bisschen mit Holz vollpacken. Da ist er schon Hause. So schnell geht das. Na, ihr Hübschen, was los? Na, Stella, du bist ganz schön voll, ne? Habe ich dich ganz schön vollgepackt. Aber das geht. Alles gut. Wir achten ein bisschen drauf, dass die hinterher kommt und dann, wo denn? Du Nase. Ja und? Lass das. Siehst du, das hast du jetzt davon. Das kommt davon, wenn du mich einfach so... Hallo? Wer klopft? Unverschämte Bengels hier. Na Schnäuzchen, ein paar Meter müssen wir noch. Warte mal, ich nehme hier einfach mal was ab. Ich bin ja relativ leer. Machen wir das doch mal so. Wenn ich dir einfach mal so zwei abnehme, dann dürftest du hier schon besser laufen können, oder? Ja, das dürfte schon viel besser sein. Weil ich kann ja auch noch ein bisschen was tragen. Das ist ja nicht so, dass du da alle tragen musst. Was hast du denn, Cassio? Er hat auch eine schöne Farbe. Finde ich auch schick. Naja, wir müssen noch ein wenig. Meine Lieben, ich werde jetzt das Holz erstmal ins Lager packen. Ja, und dann gucken wir mal, wenn wir das nächste Mal hier reingucken. Jetzt schaue ich dann tatsächlich erstmal nach, dass ich die eine Geschichte da fertig kriege. Weil das wird auch wieder schön. Ja, und dann gucken wir mal, was ich sonst noch so Schönes hier habe. Das wird, beziehungsweise, was wir halt schon gespielt haben, aber die Entwicklung halt nicht mehr verfolgt haben.
Das werden wir auf jeden Fall auch mal nachgucken. Und dann werden wir uns mal gucken, wie die Sachen denn aktuell ausschauen. Eine Sache, das war ja noch vor meinen Let's Plays, da ist aber auch unheimlich viel passiert. Das war zum Beispiel Forest, was ich früher mal gespielt habe. Was aber starke Updates gekriegt hat, wo einiges wohl passiert ist. Habe ich noch gar nicht wieder reingeschaut. Das könnte ich auch mal tun. Naja, und dann halt mal so schauen. Ne? So. Oh ja. Du bist jetzt richtig, ne? Ist schon klar. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es auf meinen Social Media. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das wollte ich nämlich eigentlich getan haben. Ja, dann, wie gesagt, hören wir uns in der nächsten Folge. Also bis dahin. Bye-bye.